Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Heute hatte ich nicht wirklich ein Konzept für dieses Video, weil ich euch eigentlich nur einen Duft zeigen möchte, beziehungsweise diese mit euch auspacken und erleben möchte, denn es ist eine First Impression. Ich habe mir diesen Duft blind gekauft und er steht schon hier und ich bin so gespannt und ich möchte ihn jetzt schon auspacken. ASMR. Leute, ich bin so gespannt. Ihr glaubt es gar nicht. Also es lohnt sich dran zu bleiben bis zum Ende des Videos. Ne? Nicht vorspulen, das merkt die Mama. Und ich dachte mir, ich kann jetzt nicht nur einen Duft zeigen. Ich möchte schon so ein kleines bisschen, ne, das Video schon ausfüllen. Anders als mein BH. Aber genau, dann habe ich mir ein paar Düfte rausgesucht, die in meinen Augen eher so ein bisschen mysteriöser sind für diesen Herbst, wo sich der Mensch, der an euch vorbeigeht, denkt, was hat diese Person drauf, was erzählt diese Person für eine Geschichte mit diesem Duft, den sie trägt. Und diese Düfte sind in meinen Augen solche Düfte, mysteriös, geheimnisvoll, weniger solche süßen Keulen, weniger diese Düfte, die man halt immer irgendwie riecht unterwegs. La Vie Belle, das war ja so eine Zeit lang einer der Düfte, die ich in der Bahn ständig gerochen habe. Mittlerweile ist es Baccarat Rouge, den ich überall rieche. Nichts gegen diese Düfte, La Vie Belle ist wunderschön, aber man riecht ihn halt irgendwie ständig. Und er ist unverkennbar. Also man erkennt ihn überall. Was natürlich auch ikonisch ist, deshalb hat sich dieser Duft auch mittlerweile 10 Jahre lang gehalten. 10 Jahre, das ist relativ selten in der neueren Parfumwelt. Also ne, wir haben zum Beispiel Angel, der jetzt 30 geworden ist. Das ist natürlich, das ist halt ein Duft, der wirklich mittlerweile Geschichte, in den Geschichtsbüchern steht. Ja, aber ja, La Vie Belle hat es geschafft, sich 10 Jahre zu halten und das muss man erstmal nachmachen. Und hat auch mittlerweile 80.000 Flanker rausgebracht. So, aber kommen wir zu den Düften, die ich als mysteriös und wirklich geheimnisvoll erachte und als wirklich besonders für diesen Herbst. Und wir haben ja jetzt Herbstanfang, Leute, und ich schaue gerade nach draußen. Es ist gerade eher goldenes Herbstwetter und ich habe gerade ein Haar im Mund und ich kriege es nicht raus. Kennt ihr das? Entweder, wenn ihr ein Haar, jetzt habe ich es, mein Gott. Entweder ein Haar im Gesicht habt, also ne, wenn ihr Katzen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Man hat ständig irgendein Haar in der Fresse, weiß aber nicht genau, es zu lokalisieren und greift dann immer, denkt, man hat es, aber man hat es gar nicht. Das nur nebenbei. Kennt ihr bestimmt, oder? So, in den letzten Tagen habe ich diesen Duft getragen. Und der ist heute übrigens mein Outfit, muss ich kurz mal anmerken. Ich bin gerade sehr inspiriert von der neuen Midnights Era von Taylor Swift. Ich freue mich unglaublich auf ihr neues Album. Nur noch einen Monat warten, weniger als einen Monat sogar nur noch. 21. Oktober ist es soweit. Und sie hat ja gerade so diesen 60s, 70s Vibe going on und dann mit diesen schön mit Glitzer geschminkten Augen etwas intensiver. Und ja, das ist heute mein Vibe. Taylor Swift Midnights. So. Das dann auch nebenbei und jetzt verspreche ich, geht es nur noch um Düfte. Das ist ein wundervoller Duft aus dem Hause Morphe. Nicht Morphe, die Make-up-Marke, nein, Morphe. Ein Eau de Parfum Intense und zwar Malaga nennt sich dieser Duft. Und hier vorne steht schon ein interessanter Satz drauf in Italienisch, den ich wahrscheinlich butschern werde. All'alba la nave parti con due passeggeri in meno. Was so viel bedeutet, im Morgengrauen fuhr das Schiff oder ja, das Schiff mit 2 Passagieren weniger los. Passagieren. Hast du verstanden, Alter? Ja, 2 Passagiere weniger. Und das kann bedeuten, dass sich 2 Menschen gefunden haben in voller Liebe oder dass sie von Bord gegangen sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich diesen Satz sehr bedeutungsschwanger. Und Malaga ist ein schwerer, floraler, pudrig, cremiger Duft. Sehr cremig. Oh, aber dieser Duft hat einen Zauber. Und jetzt gerade hat sich die Sonne mit einer Wolke zugedeckt. Der hat einen Zauber. Ich habe den getragen und den habt ihr wirklich 24 Stunden an euch. Was das Zauberhafte und Mysteriöse an diesem Duft ist, der ist manchmal sehr subtil und dann auf einmal kickt er euch wieder in die Nase und sagt, so, da bin ich wieder. Und er kommt einfach immer wieder zurück, aber immer wieder mit einer anderen Facette. Mal ist er goldener, mal ist er eher so ein bisschen rauchiger, also als ob so ein Nebel sich durch den Wald zieht.
Und dann kommt halt wieder die Sonne raus. Jetzt gerade ist die Sonne wieder da. Also das ist quasi die beste Beschreibung für diesen Duft. Mal ist die Sonne wolkenverhangen und der ist wirklich dunkel, mysteriös, rauchig. Und dann kommt die Sonne raus und dann ist wieder hell, cremig, floral. Und das ist dieser Duft. Wirklich unglaublich mysteriös und ja, ein absolutes Erlebnis, den zu tragen. Also man, oh, der hat auch wieder so eine leichte Make-up-Note. Was heißt leicht? Ist schon eher schwer, heavy. Also den unbedingt mal erleben. Ich glaube, Vollmar hat den noch in der Fundgrube. Geht mal schauen, da war der auch relativ günstig zu bekommen. Also Malaga von Morph. Sehr, 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 sehr empfehlenswert und ja, bedeutend. No. Dann habe ich hier auch einen unfassbar klassischen Duft, den gibt es schon sehr, sehr lange. Und zwar Explosive von, ja, von wem war das denn jetzt? Aigner, glaube ich. Ja, Aigner Explosive. Das ist das Eau de Toilette. Wahrscheinlich war es früher das Parfum de Toilette. Der ist nämlich auch schon ziemlich alt, ist jetzt böse gesagt, aber der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Kann man noch im Rossmann bekommen zum Beispiel, aber natürlich auch online. Und das ist für mich eine unfassbar schöne, dunkle, weinrote Rose. So eine Bordeaux-Rose. Also, ne, also ich vergleiche das ja immer so schön. Auf dem Tisch steht ein tief dunkles Glas Wein, Bordeaux. Und dann steht da ein wunderschönes Rosenbouquet. Und da, oh, das ist dieser Duft. Recht unsüß an mir, definitiv. Und hat, wie gesagt, eher so dieses Noir de Noir-Feeling von Tom Ford. Also wirklich sehr düster, dunkles Kleid, tiefrote Lippen. Dann halt so ein Candlelight-Dinner um mich herum. Schwere, dunkle Holzmöbel und dann die dunkle Rose und der Bordeaux. Oh, das ist Herbst in a Bottle. Also wirklich. Wunderschön, oh, ich sehe auch gerade aus dem Fenster, sehe ich diese unfassbar schön. Die Blätter verändern sich mittlerweile und da geht mein Herz auf. Das ist so tief dunkle, rote Blätter. Ein Traum. Also wirklich ein toller, unfassbar reifer, tiefer Rosenduft und das noch zu einem schmalen Preis. Explosive von Aigner. Und der Flakon ist auch sehr mysteriös, wie wir bei Galileo sagen. So. Von diesem Duft habe ich immer noch keine Full Size und ich verstehe eigentlich auch nicht, warum. Also eigentlich, warum habe ich den noch nicht? Ich verstehe das nicht. Damals habe ich mir aus der Les Exclusives Serie von Chanel den Beige gekauft und ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Coromandel und Beige. Und Coromandel habe ich aber in diversen Miniaturen, wie hier zum Beispiel, oder ja, in so kleinen Fiolen, Abfüllungen. Habe ihn mir aber nie als Full Size gekauft. Aber das werde ich definitiv bald mal nachholen, denn Coromandel ist für mich wow. Schon eher, oh mein Gott, tiefer im Herbst hinein. Dunkel, es ist kühl, sehr kühl. Man braucht schon einen Schälken. Ich wollte mir eigentlich gerade auch ein Tuch anziehen fürs Video. Ich habe nur gelassen. Es klingt jetzt freaky und wahrscheinlich so ein bisschen befremdlich, aber für mich riecht es ein bisschen nach Friedhofserde. Ist halt das schwere Patchouli, aber so würde ich es vergleichen, so mit nasser, feuchter Friedhofserde. Das Grab hat sich abgesenkt, die Blumen sind schon alle so ein bisschen beigefallen und verwelkt und daran erinnert mich das ein bisschen, okay, very dark. Ein unfassbar mysteriöser, aber sehr einnehmender, sexy, sehr sexy. Also Coromandel ist sehr, sehr sexy. Also wenn ihr nicht auffallen wollt, solltet ihr den nicht tragen, denn der hat schon was auf dem Kasten. Also das sage ich euch. Also der lässt euch auf jeden Fall laut sein, ohne dass ihr was sagt. Coromandel von Chanel. Freunde, womit machen wir weiter? Ich weiß es überhaupt nicht. Nehmen wir doch den hier. Jo Malone Velvet Rose and Oud. Da haben wir schon wieder die Rose. Und der ist so gut gemacht. Ihr wisst, ich bin nicht der größte Freund von Jo Malone. Die Düfte werden an mir meistens ein wenig seifig, aber seifig jetzt in einer negativen Richtung. Ich mag ja eigentlich seifige Düfte, aber, ne? Aber Velvet Rose and Oud ist
üppig, ist sirupartig. Hier haben wir schon wieder ein bisschen mehr Süße drin, aber der ist einfach so gut ausgewogen mit dem Oud. Also Oud kann ja schwierig sein. Ich habe ja gleich auch noch ein paar Oud-Düfte für euch. Oud kann sehr schwierig sein. Er kann sehr stinkig für einige sein, sehr opulent, sehr präsent. Aber hier ist es einfach perfekt miteinander verschmolzen. Dieses wunderschöne dunkle Oud, was aber nicht zu dunkel ist, die Rose, die dunkelrot ist, aber auch nicht zu dunkelrot. Ihr wisst, was ich meine. Das ist die perfekte Komposition aus einem sirupartigen Rosenoud-Duft. Schön holzig. Nicht zu überladen, dass es euch einfach überwältigt. Einige Düfte überwältigen ein Jahr und man sagt, boah, nee, ich kann nicht mehr. Ich habe den ganzen Tag in der Nase. Wie zum Beispiel bei Black Orchid. Den hätte ich auch gerne gezeigt. Aber Black Orchid von Tom Ford ist schwierig. Ich mag den sehr gerne. Und Black Orchid ist ja auch ein Duft, den liebt man entweder oder man hasst ihn. Und es gibt nichts dazwischen. Und Black Orchid ist einfach ein Duft. Ich weiß nicht, ob es bei den neuen Formulierungen immer noch so ist, aber ich habe die alte Formulierung und den habt ihr den ganzen Tag präsent. Den riecht ihr den ganzen Tag. Nicht nur die anderen Menschen, ihr selber. Und es kann anstrengend sein, wenn sich ein Duft eigentlich überhaupt nicht verändert. Und das tut Black Orchid nicht. Der bleibt eigentlich lineal von vorne bis hinten. Und ihr habt den wirklich ständig in der Nase. Und irgendwann ist man nicht leid. Und das ist hier anders. Hier hat man einfach wirklich diese mysteriöse, dunkle Siruprose, die einem aber eher schmeichelt und einem ein gutes Gefühl in der Nase gibt. Wenn man versteht, was ich meine. Das gleiche mit dem nächsten Duft, der mir hier schon auseinanderfällt. Das ist Ombre Kandahar von Une Nuit Nomade. So sieht es aus. Das ist die Verpackung, meine Freunde. Ich hoffe, ihr kommt heute auch zum Gebetskreis. Ne? Das ist Ombre Kandahar. Und das ist für mich eine unfassbar geile, beschwipste, auch wieder sirupartige Pflaume. Aber with a twist, wir haben hier auch Oud drin. Und hier ist der berühmte Kuhstall-Oud. Den haben wir am Anfang relativ stark und intensiv und das muss man mögen. Genau wie in dem anderen Duft, den ich hier stehen habe, das ist nochmal eine andere Story. Diesen Kuhstall-Oud muss man mögen. Aber wenn man darüber hinaus ist und den überstanden hat, ich finde es mittlerweile ganz schön, weil es doch was sehr Mystisches hat, also doch was sehr ja auch Erhabenes und Oud ist ja auch teuer, es ist so luxuriös und ich fühle mich damit schon luxuriös, wenn ich sowas trage. Aber nicht lange und es kommt diese unfassbar geschmeidig warme Pflaume, also wirklich dieser warme Pflaumenkompott zutage und das macht diesen Duft unfassbar besonders. Ihr habt wirklich eine dunkle, also wirklich tiefdunkle Pflaume, auch mit dunklem Fruchtfleisch. Und die erhebt sich einfach aus diesem Kuhstall-Oud und ist dann bei euch und ja, benetzt euch mit ihrer Gorgeousness, sage ich jetzt einfach mal. Ombre Kandahar, wunder, wunder, wunderschöner Pflaume-Herbstduft mit A touch of Oud. Also ganz, ganz grandios. Ich liebe, liebe, liebe diesen Duft sehr. Dann habe ich für euch im Angebot noch Sarah Jessica Parker mit Stash. Da musste ich mich auch erst mit anfreunden, denn das ist schon ein Duft, der auch nicht für jeden ist, denn er ist sehr unsüß. Also ich finde ihn sehr, sehr unsüß. Er ist sehr krautig, er ist eher cremig. Sandelholz rieche ich da sehr, aber dieses Krautige, das ist halt wirklich das, was diesen Duft so besonders macht. Und der würde auch heute sehr, sehr gut zu meinem Outfit passen, also zu diesem, ja, auch leicht 70s angehauchten Jackett. Das ist auch eher so ein klassisches Stück. Und dazu passt dieser Duft sehr, weil der sehr zurückgenommen ist. Der ist nicht so, dass man sagt, so, ich bin jetzt hier femme fatale Vamp. Ich bin eher so ein bisschen seriös und weiß aber, was ich will und habe ein gerades Ziel. Und das ist dieser Duft. Also wirklich krautig, unsüß, geradlinig, aber dennoch auch dieses
Ja, dieser Herbstvibe, der ist für mich unglaublich da. Der ist für mich auch eher so ein dunkler Herbstduft, eher wirklich wieder so nebelverhangen, wolkenverhangen, grau, aber die bunten Blätter erhellen und geben dann diesen Farbtupfer. Und das ist Sarah Jessica Parker Stash. Einer der besten VIP-Düfte, die je rauskam, muss ich sagen, weil das ein Duft ist, der sich abhebt, weil die meisten VIP-Düfte sind einfach süß. So eine Plörre halt, die zusammengepuncht wurde. Gefällig, Crowdpleaser. So. Freunde, was habe ich hier noch für euch? Also, das ist wirklich über die Jahre einer meiner Lieblingsdüfte geworden. Und der wird auch heute sehr, sehr gut passen in das Wetter und in mein Feeling. Das ist Must de Cartier, pures Parfum. Gibt es auch als Gold Must, den habe ich auch, und als Eau de Toilette. Aber das hier ist wirklich das Nonplusultra. Masse de Cartier, pures Parfum. Wow. Diese Vanille, also wenn man erst über den Anfang auch hinweg ist, wie bei dem Oud, dieses Grüne, was dieser Duft drin hat, das Galbanum und halt diese grünen Blütenstängel, die man einfach am Anfang riecht, ist auch nicht unbedingt meins, aber mittlerweile habe ich es lieben gelernt. Aber man wird einfach belohnt mit der dunkelsten, tollsten, opulentesten, feinsten Vanille, die mindestens genauso gut ist wie die Guerlain Vanille, also Wahnsinn der Welt. Wow, der ist wirklich the best of both, the best of both worlds. Meine Güte, wie kann ein Satz so schwer sein? Best of both worlds. Man hat wirklich dieses wunderschöne sonnige Herbstwetter, wo die Sonne sich wirklich durch die wunderschönen bunten Blätter bricht. Und den dunklen Herbsttag, den ich ja auch sehr liebe, wenn ich mich in mein Bettchen verkrümeln kann und Netflix anschalten kann. Boah, freut ihr euch auch nächste Woche so sehr auf den Blonde von ja, Marilyn Monroe handelt der ja. Und ich freue mich so sehr auf diesen Film. Ich kann es kaum erwarten. Also ich glaube, der wird so gut. Also das wird echt toll. Auf jeden Fall ist das wirklich so der Duft dafür. Wirklich für beide Welten unfassbar gut geeignet. Must Cartier, pures Parfum. So, und den habe ich euch ja schon gezeigt und die nächsten beiden Düfte. Und gleich kommt unser Unboxing. Erin Parsons ist ja eine TikTokerin, Instagrammerin, die ich entdeckt habe, beziehungsweise sie ist eher Make-up-Artist und Make-up-Vintage-Sammlerin und die hat mich so begeistert dieses Jahr. Ich finde diese Frau so faszinierend und die zieht einen wirklich in ihren Bann und ja, begeistert mich einfach. Und wenn das Menschen schaffen, mich zu inspirieren und wirklich zu faszinieren und zu fesseln, finde ich das gut. Und sie hat einen Lieblingsduft und der ist von Strange Love New York City. Eine sehr teure Parfummarke oder eine Marke, die Parfum auch produziert. Und ihr Lieblingsduft ist Fall into Stars. Den habe ich mir zum Geburtstag in einer schönen Abfüllung gegönnt und ich versuche echt, den festzuhalten, weil mir ist, ich habe eine Abfüllung bestellt. Gott sei Dank ein Duft, den ich dann auch nicht mochte, aber dennoch war es sehr ärgerlich. Der ist mir letztens runtergefallen. Der ist komplett zerborsten und deshalb lagere ich den auch eher hinten im Schrank, dass mir da nichts passieren kann. Und ich muss den auch echt festhalten, denn es ist wirklich teuer. Selbst als Abfüllung in dieser kleinen Menge ist das sehr teuer, denn hier drin ist echtes Oud. Und wenn echtes Oud in einem Duft ist, dann könnt ihr schon ausrechnen, das wird kosten. Das wird sehr kosten. Und hier ist der aber so gut. Hier haben wir halt auch dieses Kuhstall-Oud. Also wirklich, ne, authentisches Oud ist halt wirklich der Kuhstall. Da müsst ihr euch reinbegeben und anfangen zu melken. Aber wow, der ist so luxuriös, golden. Der ist von dieser Holzigkeit und der hat auch Rose drin. Und all das, was in diesem Duft ist, ist so authentisch. Das schlägt sich einfach so wundervoll nieder auf eurer Haut. Und der Name Fall into Stars. Auf der Originalflasche sind auch Sterne drauf und irgendwie ist das wirklich wie so ein goldener Sternregen, der sich auf euch ergießt und man fühlt sich einfach wirklich golden, wenn man diesen Duft trägt und nicht ohne Grund. Also erstens, weil er so luxuriös ist und zweitens ist einfach jede Facette, auch wie sich der Duft entwickelt, der hält natürlich bombenfest, also der ist den ganzen Tag bei euch.
Jede Facette ist einfach so gut durchdacht. Also wirklich jede Duftnote reicht sich mit der anderen Duftnote, die da drin ist, die Hand. Und die gehen einfach komplett in Symbiose miteinander unter. Ne, habt ihr verstanden? Ich komme heute aus dem Osten. In vollkommener Symbiose. Und anders kann ich diesen Duft nicht beschreiben. Er ist golden, er ist nicht zu so süß. Er ist einfach das perfekte Mittelmaß von Luxus. Anders kann ich es nicht beschreiben. Googelt ihn gerne mal auf Parfumo, da könnt ihr ihn finden. Ich werde es natürlich auch in die Infobox schreiben, wie der Duft heißt. Fall into Stars von Strange Love, New York City. So, Freunde. Und jetzt ist es soweit. Unser Unboxing ist gekommen und auch hier sind wir bei Erin Parsons. Und sie hat letztens in einem kurzen Reel ihre Lieblingsdüfte gezeigt, weil sie auch ein Mensch ist. Was heißt auch ein Mensch? Ich bin definitiv nicht der Mensch. Ich liebe süße Düfte. Ich liebe Gourmand-Düfte. Ich liebe alles, was opulent ist, was schwer ist. Aber sie ist ein Mensch, die mag überhaupt nicht diese schweren, süßen Düfte. Sie hat auch letztens den Fenty gezeigt von Rihanna und meinte, boah, nee, der ist viel zu überladen, der ist viel zu süß. Ist überhaupt nicht meins. Aber sie mag einfach diese mysteriösen, dunklen Düfte, die eher. Ja, halt wieder Strange Love, eine Geschichte erzählen und wirklich diese Opulenz haben. Und da hat sie auch den gezeigt. Und ich habe wirklich lange überlegt, mir den zu kaufen. Sehr lange. Es sind jetzt wirklich einige Monate vergangen und ich hatte immer wieder den Finger, soll ich ihn jetzt auf meine Wunschliste setzen? Dann war er auf der Wunschliste und dann habe ich gewartet. Habe ich auf Prozente gewartet und ihr wisst ja, ich arbeite auch in der Parfum-Beauty-Branche und da kriege ich auch noch mal Prozente, ne? Muss ich jetzt nicht so laut erzählen, aber ihr könnt es euch denken. Und wenn man Prozente kombiniert, dann kommt dabei was Schönes raus und dann habe ich ihn mir gegönnt. Ich habe ihn mir einfach geschenkt, gegönnt, weil, wie gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und es ist geworden von Gucci. Ich kann es kaum glauben, dass ich den in der Hand halte. Love at your darkest. Alleine der Name. Also dafür lebe ich schon, der Name Love at Your Darkest. Und wir packen ihn jetzt aus und alleine schon die Umverpackung. Wow. Als ich den gestern aus dem Paket genommen habe, dachte ich schon, boah, ich will ihn testen. Aber ich wollte ihn mit euch unbedingt testen. Guckt es euch an. Also wirklich dieses Gold, es sieht so edel aus. Love at Your Darkest von Gucci. Und wir werden ihn jetzt zusammen testen. Oh. Er ist dann noch in einem wunderschönen Samtsäckchen drin. Und der hat gar nicht viele Duftnoten. Der hat auf jeden Fall Pfeffer. Der hat, ach, der Weihrauch. Ich weiß es gar nicht. Schreibe ich euch auf jeden Fall auch unten rein. Beziehungsweise könnt ihr auch recherchieren bei Parfumo. Aber, oh mein Gott. Also die Flasche. Come on. Also das ist, glaube ich, Porzellan. Ist das schön. Ich finde es ja schade, dass man den nirgendwo hier testen kann. Also, ich weiß nicht, ob Düsseldorf, da ist jetzt ein neuer Douglas eröffnet worden, ob die diese Düfte haben. Ich weiß es aber nicht, hat mir auch noch keiner erzählt. Auf der Kö ist jetzt dieser neue Luxus-Douglas. In Hamburg kann man die, glaube ich, auf jeden Fall testen, hier Jungfernstieg. Aber ansonsten weiß ich es leider nicht. Aber gucken wir uns doch nochmal diesen unfassbar schönen Flakon an. Ich gehe kaputt. Aber was jetzt interessanter ist, und ich trage auch heute noch keinen Duft, logischerweise, weil ich den mit euch zusammen testen wollte. Und jetzt werden wir Love at Your Darkest ausprobieren. Ich habe, wie gesagt, schon viel darüber gelesen. Ich habe aber auch noch keine Düfte gefunden, die dazu vergleichbar sind. Wow. Auf jeden Fall kriegt man in der ersten Sekunde die volle Breitseite Pfeffer mit. Und ich bin eigentlich überhaupt kein Pfeffer-Girl. Ich mag eigentlich Pfeffer in Düften überhaupt nicht, aber hier hat er auf jeden Fall seine Berechtigung. Wow, oh mein Gott. Jetzt kommt auch so eine leichte Süße schon mit. Ich würde sagen, wir tragen einfach direkt mal. Bin direkt mal mutig. Also er ist süßlicher, als ich mir vorgestellt habe, was jetzt überhaupt nicht negativ ist. Guck mal, hier oben drauf ist ein Vögelchen. Ist das ein Falke? Könnte ein Falke sein. Oh, Weihrauch.
Jetzt kommt der Weihrauch, jetzt wieder dunkel. Oh, geil. Jetzt, ja, jetzt schlägt er um, jetzt wird er holzig, dunkel, weihrauchig. Ich weiß nicht, wo am Anfang die Süße herkam. Ist da was Florales drin? Ich muss gleich nochmal nachgucken. Ich habe schon wieder vollkommen vergessen. Auf jeden Fall schlägt er jetzt um, jetzt wird er holzig, rauchig auch so ein bisschen. Also da muss Weihrauch drin sein eigentlich. Oder ich habe schon wieder Hallos, aber. Oh, er riecht auf jeden Fall sehr, 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 sehr luxuriös. Also es ist definitiv kein vergleichbarer Duft. Also mir kommt jetzt in meinen Spatzenhirn kein Duft, den ich schon mal gerochen habe, der so riecht. Oben auf dem Dach sieht gerade aus, als ob da irgendwas sitzen würde. What the fuck? Egal. Wow. Also der ist sehr, sehr wow. Definitiv Herbst. Also da muss ich jetzt schon sagen, das ist wirklich Herbst, wie die Faust aufs Auge. Ich werde euch auf jeden Fall meine Gedanken dazu noch mitteilen, entweder in einem nächsten Video oder auf Instagram. Aber erster Eindruck ist definitiv mehr als positiv. Am Anfang kriegt ihr halt wirklich die volle Keule Pfeffer. Die ist aber relativ schnell weg und dann wird der ziemlich, also der, man hat am Anfang eine Süße, aber ich weiß nicht, woher die kommt, aber die ist dann auch relativ schnell weg. Und jetzt habe ich wirklich dieses unfassbar köstlich holzige, rauchige, auch mit einem leichten Weihraucheinschlag. Also sehr, sehr mysteriös, luxuriös. Mega, mega, mega erster Eindruck. Love at your darkest. Ich kann mir vorstellen, warum Aaron den so mag. Der ist nämlich wirklich. Boah. I like. Definitiv. Ja. Schön, dass ich mir den gegönnt habe. Da freue ich mich gerade sehr. Und ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Und ihr konntet ein bisschen Inspiration herausziehen. Schreibt mir gerne eure liebsten mysteriösen, ich weiß, dieses Wort haben wir heute 8 Millionen Mal gesagt, aber so diese etwas dunkleren Herbstdüfte. Boah, Leute. Hier geht gerade eine Aura durchs Zimmer, ich gehe kaputt. Unfassbar schön. Und dieser Flakon, ich muss dafür einen Ehrenplatz finden. Wie schön ist bitte dieser Flakon? Porzellan, I love it. Oh mein Gott, ein Traum. Ja, schreibt mir auf jeden Fall eure absoluten Favoriten in der Richtung und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.